Servus, grüezi und hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich wie immer, dass du bei diesem Projekt mit dabei bist. Zugegeben, es hat doch etwas länger gedauert, bis ich die heutige 8. Folge produzieren konnte. Denn über den Winter habe ich weitere Aufträge abgearbeitet und wie ihr seht, sind wir nun schon im März. Aber ich denke, das Warten hat sich für euch gelohnt, denn es gibt viel Neues auf dem Hof zu sehen. Zum Beispiel unsere neuen Hoftrecker, einen Arion 610 aus dem Hause Klaas und somit der dritte Schlepper nun in unserem Fuhrpark. Kommt doch mit auf einen kleinen Hofrundgang, dann zeige ich euch die neuen Stallungen und Gebäude. Hier haben wir gleich zwei Schafställe gebaut. Im ersten sind Bentheimer Landschafe und zwar 10 Stück. Der zweite Stall ist für die schwarzbraunen Bergschafe. Auch hier starten wir mit 10 Tieren. Auf der Hoferweiterung habe ich einen Multifruchtsilo platziert, damit wir alle Fruchtsorten, die wir ernten werden, nah am Haupthof lagern können. Stroh, Heu und Silage werden wir als Ballen lagern. Dann habe ich noch zusätzliche Hallen gebaut, um unsere Geräte abstellen zu können. Und hier haben wir nun unseren Kuhstall von Hörmann mit automatischer Fütterung. Die Halle bietet für 80 Milchkühe ausreichend Platz. Die Ballen können wir hier direkt in die Silos werfen und der Fütterungsroboter wird dann automatisiert das Futter mischen. Hinter dem Stall befindet sich für unsere Kühe eine Weide und da dahinter eine große Güllegrube. Die Kühe werden so viel Gülle produzieren, dass wir damit unsere Felder düngen können. In dieser Halle von Hörmann werden wir die Futterballen trocken einlagern. Im Shop steht noch eine weitere Maschine, die ich gekauft habe. Es handelt sich um einen Vollernter der Firma New Holland. Und zwar um einen Vollernter für Oliven. Das bedeutet also, dass wir nun auch eine Olivenplantage haben. Und da werden wir nun mit dem Braut 9090X hinfahren. Hier ist sie nun also, unsere Olivenplantage. Alle notwendigen Geräte und Maschinen sind bereits gekauft. Nur der Vollernter hat noch gefehlt und den werden wir nun in einer der Hallen abstellen. Ganz in der Nähe ist eine Ölproduktion. Dort werden wir dann unsere Oliven zu Olivenöl veredeln. Einige Olivenreihen müssen noch gedüngt werden. Danach werden wir zum Viehhändler fahren und die ersten Holsteiner Kühe kaufen. Dann haben wir Schweine, Schafe und Milchkühe auf unserem Hof. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim Zusehen, dein Badenfarmer.
Wir sind fast am Ende der Folge angekommen und auch heute gab es wieder viel zu tun. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch bitte ein Däumchen. Und wenn du mehr davon sehen möchtest, abonniere doch den Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder zu einem LS22-Video treffen würden. Bis dahin, bleib gespannt und neugierig, dein Badenfarmer.